Gentlemen, heute gibt es mal was ganz Besonderes. Wir müssen heute malen. Und natürlich gibt es wie immer einen Haken dabei. Denn sollten wir gut malen, dann passiert... Okay, dann passiert eigentlich nichts. Aber sollten wir nicht gut malen, dann werden wir sterben. Denn wir spielen heute nichts Geringeres als den aktuell sehr gehypten Roblox-Modus Color or Die. Ich glaube, die ein oder anderen von euch kennen diesen Modus und ich werde ihn heute spielen. Und ich hoffe mal, dass wir überleben werden, weil wenn nicht, wäre ein bisschen doof. Ist aber auch egal, wenn ihr neu seid, lasst mir mal ein Abo da. Wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Schreibt mir in die Kommentare, was ich als nächstes spielen soll. Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge Roblox! So Leute, und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge Roblox. Ich denke, ich habe alles Wichtige im Pre-Intro erwähnt. Ihr seht, wir spielen heute Farbe oder Sterben. Ist aktuell irgendwie komplett viral gegangen auf Roblox. Also, ihr seht auch, aktuell sind einfach 17.800 Menschen aktiv in diesem Spiel. Und ich glaube, es könnte sehr, sehr gruselig werden, denn wir müssen heute vor diesem komischen schwarzen Monster hier oben entkommen. Und wie wir das Ganze schaffen, seht ihr jetzt im Video. Deshalb würde ich sagen, wir starten einfach mal das Spiel und schauen uns das Ganze an. Okay, Leute, wir sind in-game und es geht los. Wir sind hier, glaube ich, gerade in dieser Spawn-Lobby, wo man spawnt ganz am Anfang. Aktuell sieht hier doch alles schwarz-weiß aus, das ändert sich aber gleich, denn wir müssen quasi immer hier erstmal so ein paar Sachen einfärben, beziehungsweise wir müssen halt immer Wände einfärben, um weiterzukommen. Jetzt wechseln wir unsere Farbe einmal in Rot. Jetzt seht ihr auch schon, hat sich unser Skin umtransformiert in eine rote Farbe. Und quasi immer, wenn wir jetzt an einer roten Wand stehen, sind wir quasi safe, weil uns dieses Monster nicht sehen kann. Sollten wir aber zum Beispiel jetzt einfach hier rumlaufen oder in einer anderen Farbe außer Rot stehen, dann sind wir quasi sichtbar für dieses Monster und es kann uns einfach umbringen. Und das wollen wir ja nicht. Warte mal! Warte mal! Ich glaube, es kommt! Oh mein Gott, was? Digga, warte mal! Es kommt wieder! Es kommt wieder! Oh mein Gott! Also, ihr seht schon, das Monster ist hier ein bisschen am Rumlaufen die ganze Zeit. Und warte, wir müssen an Farbe Rot ran. Weil ihr seht, dann sind wir quasi nicht sichtbar. Und das ist heute die einzige Möglichkeit, hier zu überleben. Sollten wir, wie gesagt, an einer anderen Farbe oder so stehen, dann sterben wir. Beziehungsweise kommt das Monster uns holen. So, und bevor ihr euch jetzt fragt, okay, aber was ist jetzt der Sinn dahinter? Das weiß ich auch noch nicht ganz. Ich weiß nur, dass wir hier so Pinsel einsammeln müssen. Und quasi... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dass wir quasi hier verschiedene Wände dann einfärben müssen. Wir müssen jetzt zum Beispiel so eine Wand finden, aber quasi mit der Farbe Rot. Weil wir sind ja aktuell noch bei der roten Farbe. Das heißt, irgendwo muss es hier eine rote Wand geben. Genau, die färben wir jetzt. Das Monster kommt! Oh! Bro, ich kann das nicht. Das Spiel ist geisteskrank. Mach das auf keinen Fall nach. Das ist ehrlich creepy. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt hier diese Wand schnell einfärben mit unserer roten Farbe. Und dann geht das quasi auf und wir können weiter. Jetzt seht ihr aber, haben wir unsere Farbe verloren. Wir haben jetzt keine rote Farbe mehr und sind quasi auch nicht mehr sicher vor dem Monster. Also wir können uns jetzt nicht einfach hinter einer roten Wand stellen. Wir sind jetzt quasi, egal an welcher Farbe, sichtbar für dieses Monster und es kann uns jederzeit einfach umbringen. Deshalb brauchen wir so schnell wie möglich eine weitere Farbe. Zum Beispiel die da, das ist jetzt glaube ich pink, nur die ist abgesperrt. Wir brauchen glaube ich, um hier reinzukommen, ja, wir brauchen einen Hammer. Ihr seht das Symbol. Wir müssen also quasi jetzt in diesem Schraubenzieher irgendwo... Das Monster kommt! Bro, ich kack mir gleich ein. Wir müssen jetzt auf jeden Fall wohin, wo wir irgendwie so einen Hammer oder so herbekommen. Wir gucken auch mal, dass wir nebenbei die Pinsel hier einsammeln, weil die brauchen wir fürs Ende. Eine schöne Ergänzung zu deiner Sammlung. Ja, sehe ich auch so. Cool. Was aber allerdings cooler wäre, wäre, wenn ich jetzt endlich mal einen Hammer finden würde, dass wir die nächste Farbe freischalten. Oh, oh mein Gott! Nein! Das hat den einfach eiskalt umgebracht. Habt ihr das gesehen? Digga, das Monster ist halt eiskalt, ne? Okay, wir laufen weiter. Wir müssen jetzt irgendwo... Warte mal. Schraubenzieher. Wir können hier rein. Können wir hier rein? Ja, let's go! Wir konnten mit dem Schraubenzieher das Tor hier aufmachen. Okay, warte mal. Wo bin ich jetzt? LOL! Okay, wir sind in irgendeiner anderen Etage jetzt, wo irgendwie alles schwarz-weiß ist. Okay.
Hier ist jetzt irgendwie so Jump'n'Run-mäßig so ein Parcours. Ich glaube, wir dürfen hier nicht runterfahren, sonst war's das, ne? Okay, okay. Wir laufen jetzt mal hier drüber auf ganz entspannt in der Hoffnung, dass wir nicht sterben. Oh mein Gott. Und ich glaube, ja, schaut mal. Hier ist jetzt noch ein Pinsel. Den brauchen wir. Wichtiger Hase. Und hier ist noch ein neuer Farbeimer. Wir haben jetzt die Farbe Orange. Das heißt, wir können jetzt, glaube ich, erstmal Farbe Orange weitermachen. Beziehungsweise, wir müssen jetzt irgendwie die orangene Tür finden, um die einzufärben. In der Hoffnung... Warte, hier ist noch ein Pinsel, den tüten wir ein. Ich habe irgendwie ein bisschen Schiss die ganze Zeit, dass das Monster gleich irgendwie kommt, ne? Digga. Oh mein Gott, was war das? Was war das? Bro, ich kann das nicht, oh mein Gott. Das ist Farbe Gelb. Oh, Monster kommt! Farbe Orange! Oh, oh, oh. Digga, hätten wir uns jetzt nicht an die orange Wand hier reingestellt, wir wären instant gestorben. Instant. Okay, warte mal, das Monster kommt. Ich glaube, es kommt wieder. Es kommt, es kommt. Egal, wir sind an der orangen Wand, okay. Okay, warte mal. Hier ist jetzt die Wand, wo man diese Pinsel braucht. 6 von 13. Ich glaube, da kommt man dann quasi raus, schlussendlich. Beziehungsweise, das ist das Ende. Wir müssen aber jetzt erstmal gucken, dass wir nicht von dem Monster aufgegessen werden. Hier ist grün. Da ist orange. Orange, let's go. Einfärben. Let's go. Die nächste Wand ist auf. Sehr geil. Und hier ist die nächste Farbe, Gelb. Ihr seht, man cradet sich quasi immer von den Farben ab. Und jetzt sind wir bei Farbe Gelb angekommen. Und ich glaube mal, logischerweise müssen wir jetzt auch zum gelben Tor, um quasi hier rauszukommen. Wir hoffen jetzt mal, das Monster ist da hinten. Oh mein Gott. Bruder, ich kann mir gleich helfen, Bro. Oh, Monster kommt, Monster kommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zum Glück war hier eine gelbe Wand, Bro. Oh mein Gott, okay, okay. Ich glaube, es ist weg. Okay, jetzt. Es ist doch nicht weg! Es ist doch nicht weg! Oh! Okay, es läuft nach hinten. Das ist unsere Chance. Wir müssen jetzt die gelbe Wand einfärben. Let's go. Hier ist gelb. Gelb, gelb, gelb. Einfärben, einfärben! Let's go. Beeil dich. Okay, okay. Warte mal, wir brauchen... Für hier brauchen wir eine Säge. Ihr seht es oben. Wir müssen jetzt eine Säge finden, um weiterzukommen. Hier ist jetzt nochmal eine Tür. Bin ich jetzt gelandet? Huh? Oder ich bin jetzt in irgendeinem komischen Raum hier, wo wieder alles schwarz-weiß ist. Ich bin gerade gar nicht durch. Wir laufen einfach mal straight up hier lang. Nee, warte mal. Wir müssen irgendwie da hoch, glaube ich, ne? Digga, irgendwie tut das meinem Kopf auch gerade nicht gut hier. Das ist... Okay, was war das denn? Ah, ich glaube, ich habe es. Wir müssen jetzt hier rüber. Hier rüber. Und jetzt hier drauf. Ja, ja, genau. Ja, let's go. Wir haben es gleich. Oh mein Gott. Nicht runterfallen, bitte, Bro. Ja, okay. Hier ist Farbe Grün und ein Pinsel. Sehr, sehr gut. Okay, hier ist noch irgendein Schloss. Ich weiß nicht, was das ist. Wir haben Farbe Grün jetzt erstmal. Und das Monster scheint ganz in der Nähe zu sein. Oh mein Gott. Okay, wir laufen weiter. Grün, grün. Oh. Alter, was? Wie knapp war das denn? Das Monster ist aber irgendwie direkt bei uns. Okay, jetzt komm, jetzt noch nie. Jetzt, renn. Renn, renn, Bro, renn. Da waren die Pinsel, genau. Da müsste hier irgendwo grün gewesen sein. Ich habe halt echt eine scheiß Orientierung. Hier ist pink. Hier ist grün. Let's go. Einfärben. Let's go, let's go, let's go, let's go. Nächste Wand freigeschalten. Okay, was ist das jetzt hier? Hier ist jetzt Pinsel. Und Türkis. Oh mein Gott. Also das Ding ist halt, es gibt nicht so viele türkise Wände, wo man sich verstecken kann vor dem Monster jetzt, ne? Wir müssen by the way auch noch irgendeine Säge finden, ne? Oh, oh. Monster kommt. Ah. Ah. Versteck dich, Bro. Oh mein Gott. Es kommt. Oh. Alter, was? Okay, Luft ist rein, wir können weiterlaufen. Ich bin die ganze Zeit so am Zittern wegen diesem Monster, ne? Es steht direkt da vorne, Bro. Okay, jetzt bewegt es gerade irgendwie gar nicht. Okay, aber Luft ist rein. Okay, wir können weiter. Das Ding ist halt, wir müssen da rein, aber dafür brauchen wir eine Säge. Aber wo kriegen wir eine Säge her? Warte mal, hier ist noch ein Pinsel. Let's go. Aber das Monster ist hier in der Nähe. Oh mein Gott. Bro. Okay. Oh, oh. Digga, das ist die ganze Zeit so close bei mir. Was ist das? Digga, das muss doch irgendwo sein. Was ist das jetzt hier? Warte mal. LOL. Stimmt. Ich habe das voll vercheckt. Wir müssen wieder hier hinter. Hier waren wir ganz am Anfang. Erinnert ihr euch noch bei diesem Schraubenzieherraum? Und zwar schaut ganz hier am Ende... Hier ist die blaue Tür. Bruder, ich habe die so lange gerade gesucht. Aber da ist sie. So, weggekleckst. Okay. Und ja, Leute, hier... Was ist das denn? Sieht so aus, als ob das irgendwie passen könnte. Warte mal. Könnt ihr euch erinnern, wir hatten vorhin so eine Spielzeugwand. Da waren so Löcher drin. Ich glaube, da muss das rein. Und wir haben auch
nochmal einen neuen Pinsel. Das Ding ist jetzt, Leute, ihr seht es, wir haben jetzt wieder aktuell keine Farbe und können uns somit auch nirgendwo verstecken. Das macht es jetzt noch umso schwieriger, hier weiterzukommen. Bruder, holy moly. In der Hoffnung, dass wir es jetzt hier schaffen und nicht sterben. Weil wir haben halt jetzt keine Farbe. Wir können uns nirgendwo an irgendeiner Wand verstecken, ne? Oh, oh. Oh, oh. Ah! Das Ding ist, ich weiß gerade nicht, wo wir hin müssen. Das Monster ist hinter mir. Oh, renn, Bro. Oh, renn. Renn, 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 renn. Er ist direkt hinter mir. Aber hier müssen wir hin. Hier, das Dreieck muss hier rein. Bam. Ich wusste es. Und hier ist der nächste Eimer. Wir haben endlich wieder eine Farbe. Blau ist jetzt dran. Okay, okay, sehr gut. Das hätten wir. Jetzt müssen wir die blaue Tür finden. Und die habe ich echt oft gesehen. Aber warte mal, das Monster kommt. Es kommt. Versteck dich, Bro. Ran an die blaue Wand. Oh mein Gott. Okay, wir sind in Sicherheit. Wir können weiterlaufen. Ich schwöre, es macht richtig Spaß, dieses Color oder Die hier. Aber es ist extrem, extrem gruselig. Wenn man denkt die ganze Zeit, dass man gefressen wird von diesem Monster hier. Oh, 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 blaue Wand, blaue Wand, ah! Oh mein Gott, wie knapp war das gerade, bitteschön. Nee, hier war es auch nicht, warte mal, doch nicht, du bist in die andere Richtung. Oh, okay, doch nicht, ich habe nichts gesagt. Oh. Ah, hier ist blau, let's go, eintüten, beeilig, let's go, lauf, 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 lauf. Ja, hier ist die Säge jetzt. Und wenn ihr euch jetzt recht erinnert, es gab irgendwo so einen Raum, den mussten wir aufsägen. Wisst ihr noch? So, jetzt hier irgendwo. Hier ist das Holz. Genau, hier war's. Hier war's. Aufmachen. Let's go. Jetzt haben wir eine Behilfsbrücke. Oh mein Gott, okay. Wir sind schon weiter. Wir sind jetzt wieder in so einem komischen Schwarz-Weiß-Raum. Okay. Ich glaube, wir sind nicht mehr weit vom Ziel entfernt tatsächlich. Komm schon. Junge, das ist doch geisteskrank, was hier abgeht, Mann. Okay, was ist hier oben? Okay, hier ist jetzt die letzte Farbe, lila. Oh, Monster kommt, Monster kommt! Oh mein Gott, Bro! Hier ist lila, let's go! Einfärben, weiter geht's! Okay, 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 okay. Hoch geht's, let's go! Wir haben immer noch dieses komische Brett hier. Hier ist noch ein Pinsel. Der vorletzte Pinsel, jetzt fehlt uns nur noch ein letztes Paar Pinsel. Ich weiß nicht, was das jetzt hier oben war. Aber warte mal. Ja. Ah, hier ist pink. Stimmt, da brauchen wir den Hammer für. Ah, nein. Wir brauchen den Hammer. Okay, Leute, ich habe jetzt ganz kurz gerafft. Wir müssen nochmal hier hoch. Aber wir haben dieses Brett und dieses Brett müssen wir einfach hier platzieren. Ist unnormal lost. Ich habe es komplett vercheckt. Aber hier oben liegt tatsächlich der Hammer. Okay, und jetzt können wir auch diese Glaswand da aufschlagen und können uns quasi die letzte Farbe pink holen. Aber das Monster ist da! Und hier sind zwei Türen. Aber irgendwo hier muss doch... Muss das doch gewesen sein. Ja, hier ist Farbe pink. Ja, let's go! Hier war diese Glaswand mit dem Hammer. Okay, wir haben pink. Okay, komm, renn! Renn um dein Leben! Wo war Pink? Pink war irgendwo hier. Da, da war Pink. Let's go. Renn, 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 da ist Pink. Wir meinen Pink. Wir meinen Pink an. Okay, okay, wir haben es angemalt. Okay, wir haben zwar jetzt wieder keine Farbe mehr, aber wir haben einen Schlüssel. Jetzt müssen wir irgendein Schloss finden. Ey, wenn ich mich recht entsinne, ich habe das irgendwo gesehen gehabt, ne? Aber das war unnormal versteckt. Junge, wie soll ich da denn wieder zurückfinden jetzt? Also, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch entsinne, müssen wir, glaube ich, in den Raum rein, wo wir mit der Säge am Anfang reingekommen sind. Der müsste irgendwo hier links hinten gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt gleich sterben. Ne, hier war der Hammer. Oh. Junge, das Monster frisst uns doch jeden Moment auf. Komm schon, wir haben den Schlüssel. Wir sind nicht mehr weit vom Ziel entfernt. Nur das Monster ist hinter uns. Renn! Oh mein Gott. Oh mein Gott! Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich war gerade komplett in meinem Film.
Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich war gerade komplett in meinem Film. Ich habe gar nichts mehr gecheckt. Ich war gerade nur irgendwie straight irgendwie einfach weglaufen, straight. Und irgendwie hat mich das auch nicht mehr gesehen. Ich war auf einmal einfach in der Ecke, weil ich suche die ganze Zeit diesen Raum mit dieser Säge, aber ich finde ihn nicht mehr. Ah, warte, hier. Ich glaube, hier, ja. Hier müssen wir rein. Ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Mussten wir da hoch? Ich glaube, wir mussten hier hoch. Und ich glaube, da war diese Schlüsseltür, oder? So, genau. Jetzt mussten wir hier gerade auslaufen. Und dann war ich der Meinung, war... Ja! Da oben ist sie! Ich wusste es! Seht ihr es? Ja! Ja! Da ist die Tür! Die habe ich gesucht! Ich wusste es, sie ist hier oben! Ich wusste es! Jetzt müssen wir sie aufschließen. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Und Ladies and Gentlemen, da ist der letzte Pinsel. Jetzt wisst ihr, müssen wir zur letzten Tür ganz hinten, ne? Zur schwarzen Tür. Und die können wir jetzt aufmachen. Wir haben jetzt 13 von 13 Pinsel. Ich spawne. Und natürlich ist direkt das Monster bei mir. Es ist direkt hinter mir, natürlich. Oh mein Gott, renn. Warum muss das direkt hinter mir sein? Warum? Renn. Wir dürfen jetzt nicht draufgehen. Wir dürfen jetzt nicht sterben. Es hat so lange gedauert, bis hierher zu kommen. Okay, Freunde, ich war ein bisschen lost. Ich habe jetzt erst gecheckt, dass das nicht blau oder lila war, sondern das ist die Pinseltür gewesen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier rein. Hat ein bisschen lang gedauert. Aber ich glaube, wir sind weiter. Okay. Die Frage ist, was ist das jetzt hier? Ich glaube, jetzt kommt das Ende. Hier läuft so komische Musik. Hier sind überall so komische Schnipsel. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Da ist irgendwie so ein Haus. Digga, was geht hier ab gerade? Hier ist eine Farbe. Okay, ich habe den jetzt eingesammelt. Du hast es geschafft. Let's go, Leute. Oh mein Gott. Es hat unnormal lange gedauert, bis hierher zu kommen. Ich meine, ich saß so lange, um diesen Eimer hier einzusammeln. Und wir haben Color or Die, also Farbe oder Sterbe, einfach durchgespielt. Wenn euch das Ganze auch gefallen haben sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.